Karen. Scheiße. Der Unbekannte hatte also recht. Die Kollektoren unterstehen den Reapern. Habe ich ja gesagt. Das sieht interessant aus. Ja, hey, interessant. Gut, wir sollen irgendwo da hinten lang. Ja, da kommen wir doch gerade her, oder? Jetzt sollen wir wieder... Ja, das tolle GPS-System hier. Einfach nur voll für den Arsch ist. So, warte, da war gerade was. Da, ein Datenpad. Können wir wieder hacken? Oder nicht? Ups, nein, du sollst nicht... Alter, ich laufe drauf zu, was macht es? Anlehnen. Naja, was soll's. Kann ich hier nicht irgendwie rüber? Nö, natürlich kann er da nicht einfach so rüberspringen. Würde es ja die Beine brechen oder sowas. Er ist so ein Commander. Gehen wir halt da mal irgendwie hin. Vielleicht kommen wir hier irgendwie weiter. Sehen zur Hälfte menschlich aus. Jetzt wissen wir wohl, was aus den Kolonisten geworden ist. Nein. Auf Eden Prime wurden Opfer zu Husks gemacht, indem man sie auf Pfähle steckte. Sowas haben wir hier nicht gesehen. Die Kollektoren müssen die Husks mitgebracht haben. Die lebenden Kolonisten nehmen sie aus einem anderen Grund mit. Woher weiß sie, wie das Ganze hier funktioniert? Lebende Opfer, wie grausam. Die Husks sehen anders aus. Wieso sehen die denn anders aus? Sie sehen nicht sehr viel aus. Das anders sind nicht aus? Die gleichen Kreaturen, gegen die ich auf Eden Prime gekämpft habe. Sie sind fortschrittlicher, weiterentwickelt. Total. Sie sterben aber immer noch, wenn man sie erschießt. Ah, ein gutes Gegenargument. Retten wir die Kolonisten. Die Kollektoren dürfen nicht mit noch mehr Opfern davon kommen. Wir greifen ein. Jawohl, Sir. Sehr vorbildlich. Friedlich. Normalerweise brauche ich jede Menge chemische Mittelchen, um so ruhig zu werden. Freedom's Progress. Die gesamte Kolonie. Einfach weg. Kuckuck. Ja, super. Ah, shit, da hinten steht einer. Nicht gesehen. Ja, klasse. Das passiert, wenn man mal nicht die Augen aufmacht. Dann sieht man nämlich nix. Gar nix. Sind wir da hinten irgendwo ein und da hinten? Boom, Baby. Da oben steht jetzt auch noch einer. So. Lauf ins Fadenkreuz. Nein, Shift ist nicht laufen. Verdammte Axt. Gut. Was willst du denn? Och, was willst du denn? Ja, Fall von einer Explosion in die nächste ist nicht schlimm. Ist voll in Ordnung. Meine Munition. Irgendwo gibt es bestimmt noch mehr davon. Was stand da? Irgendwas mit Kolonist in irgendwas. In Schnee oder sowas. Keine Ahnung. Emma muss sich hier warten und regenerieren. Achso, Kolonist in Stase. Scheint eine Art Stasefeld zu sein. Man bleibt bei Bewusstsein, ist aber völlig hilflos. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Mhm. Hier auch wieder. Und das nur, weil die Fliegen drumherum schwirren, oder was? Wie ist das dann, wenn wir einfach die Fliegen da vernichten? Hier wieder ganz tolles Hacken. Nein! Ah! Shit. Dann nicht. Dann nicht, per mir Latte. Wir gehen gucken, wo wir hier weiter sollen. Wahrscheinlich jetzt wieder runter und halt da drüben hin. Also hier runter. Ist durchaus möglich. Partikelstrahler. Kollektoren Partikelstrahler erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Shepard. Ja, klasse. Weiß zwar noch nicht, was ich damit machen kann, aber ich strahle damit erstmal. Ich mache damit ein strahlendes Lächeln. Ich sehe hier niemanden.
Ich sehe Feinde! Ich sehe Feinde! Na klasse. Wie so ein Overlord. Ach shit, das ist doch jetzt gar nicht die Waffe, die ich jetzt verwenden wollte. Ich habe doch jetzt hier gerade so eine tolle Waffe eingesammelt. Hier, dieses hier. Ja, ich glaube, es ist eine tolle Waffe. So, das ist doch hier das Strahlengewehr, genau. Ah. Schild, Schild, komm zurück, Schild, ja. Geh weg. Also das Gewehr gefällt mir. Ich hätte davon gerne mehr. Aber kann ich alles haben, ne? Beam, Beam. Komm schon, mach den Beam. Ja, die Waffe ist echt cool an sich. Denn jetzt schon wieder hin. So, hab ihn pulverisiert. Okay. Gut. Schauen wir mal, Energiezellen. Mehr Munition für die schwere Waffe hier. Also die ist an sich ziemlich cool. Gefällt mir durchaus. Nur müssen wir halt jetzt gucken, wo ist denn hier ein Feind? Wird mir auch nicht auf dem Radar angezeigt. Gehen wir mal durch die Tür. Vielleicht können wir da. Ah ne, da kommen wir ja her, ne? Hm. Hm. Nice. Hm. Nee, keine Ahnung. Da war irgendwas. Ich hab's gehört. Ich weiß nur nicht, was es war. Aber so wie es der Anschein machte, ist es nicht unbedingt hundertprozentig toll. Aber was ist denn schon hundertprozentig toll? So etwas existiert nicht. Oder wenn wir hinten durchgehen, kommen wir nicht unbedingt weiter, ne? Hier ist ja alles verschlossen. Ach, jetzt ist da eine Tür. War die vorher auch da? Ach doch, ja, dann kommen wir hier hin. Dann ist hier hinten nur eine Tür, wo ich jetzt nicht wirklich durchkomme. Guck immer wieder trotzdem auf den Radar. Aber der will mich einfach nicht in die richtige Richtung weisen. Das will er einfach nicht. So, und den letzten hier. Und beenden. Gut. Gesellschaft, kommen Sie da raus, sofort! Ein Mensch? Sie sind ein Mensch! Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher! Die wussten, wo sie sind. Sie haben sicher gehört, wie sie versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Es ist schwer, sich vor den Kollektoren zu verstecken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ich dachte, die wären nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich hab gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Und wer sind Sie? Wie heißen Sie? Und was ist Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Delan, Mechaniker. Ich wollte hier unten nach dem Hauptraster sehen, nachdem wir unsere Kommsignale verloren hatten. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Chief Williams hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet.
Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Was weiß er über diese Ashley? Erzählen Sie mir mehr über die Vertreterin der Allianz. Chief Williams? Die soll ja angeblich eine Art Heldin oder sowas gewesen sein. Das war sie auch. Aber nicht beeindruckt. Sie wäre besser daheim im Ratssektor geblieben. Und warum war sie hier? Eine Idee, was sie auf Horizon gemacht hat? Sie sollte uns dabei helfen, die Verteidigungstürme in Betrieb zu nehmen. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie wegen was anderem hier war. Vielleicht hat sie uns ausspioniert. Das glaube ich nicht. Was ist mit diesen Verteidigungstürmen? Erzählen Sie mir von den Verteidigungstürmen der Kolonie. Ein Geschenk der Allianz. Leistungsstarke Guardian-Laser. Sollen feindliche Schiffe davon abhalten, in der Nähe der Kolonie zu landen. Wir mussten extra einen großen unterirdischen Generator bauen, damit die Dinger genug Saft haben. Das Problem war nur, dass wir die Zielsysteme nie online gekriegt haben. Also gab uns die Allianz ein riesiges Geschütz. Aber das konnte nicht mal gerade ausschießen. Diese dämlichen Idioten. In mir habe ich das Gefühl, niemand mag zurzeit die Allianz. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Das schaffen wir schon. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie kennen die Kolonie und die Ausstattung. Sie kommen besser mit uns. Kommt überhaupt nicht in Frage. Gut, dann bleib halt hier. Sie wären vermutlich nur im Weg. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich lasse Sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter Ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen. Ja, bestimmt. Aber vorher sammle ich hier so allem, was du so hier rumstehen hast, ne? Wollen das ja alles haben. So, und dann gucken wir uns das ganze Zeug hier an. Wir haben hier einmal den Waffenspind, um hier diverse Sachen halt auszutesten und so. Jetzt könnte ich wieder den Granatenwerfer anlegen und. So. Dann jetzt, wo geht's hier raus? Ach, da hinten. Weil es jetzt hier Richtung andere Seite Kolonie geht, ne? Bestimmt. Na super, da kommen die nächsten Deppen. Muss ja nicht sein. Na, klasse. So ein Barrierentyp muss ich ja jetzt nicht haben, ne? So. Du da hinten. Sehr präzise übrigens die Waffe. Und die Waffe ist so gut wie leer, wollte ich sagen. Jetzt. So, was nehmen wir denn dann jetzt für eine Waffe? Natürlich unser Sturmgewehr. Ohne Sturmgewehr ist sonst ziemlich schlecht. Zumindest für mich und meinesgleichen. Ne? Mammuts kämpfen auf dem Schlachtfeld immer mit einem Sturmgewehr. Ganz selten mit was anderem. Da hinten ist ein toter Kollektor. Damit lässt sich was anfangen. Bestimmt. Da hinten sind Energiezellen. Gucke ich auch mal nach. Obwohl, nee, ist zu weit entfernt. Nee, gut, dann lasse ich das halt liegen. Ich bin überrascht, dass wir nicht auf mehr eingefrorene Kolonisten gestoßen sind. Kommt noch, Schätzchen, kommt noch. Uns läuft die Zeit davon. So. Hier nochmal verbinden und hier nochmal. Hätten wir es auch schon wieder geschafft. Ist nicht so schwer, wenn man es mal verstanden hat. Großes Gebiet ohne Gegner. Oh shit. Wollt ihr mich verarschen? Wow. Na klasse. Ah. Na shit. Ich will nicht gegen die Reifen ballern. Nicht gegen die Reifen.